Machen wir gleich weiter mit dem Rest der Glaukomchirurgie. Da kamen vorhin schon einige Fragen zu dem, was machen wir, was machen wir nicht mehr, was sind die Besonderheiten, was gibt es. Und das habe ich heute mal unter dem Titel laufen lassen, postoperatives Management. Also ich habe den Patienten operiert. Das ist insbesondere bei der Mix heute so, dass das relativ schnell geht. Und dann schicke ich den Patienten zu Ihnen und dann lasse ich den Patienten bei Ihnen versauern und lasse sie über mich fluchen, wieso das nicht funktioniert oder das nicht funktioniert. So soll es natürlich nicht sein. Deswegen ist es mir wichtig, dass Sie wissen, Ad 1, ich bin nach wie vor für Reklamationen zuständig, in jedem Falle. Und wir wissen insbesondere bei der Glaukomchirurgie, Kataraktchirurgie, das ist etwas, da haben Sie 95% Erfolgsquote. Makulachirurgie ist genau dasselbe. Die einzige Chirurgie, bei der Sie Demut lernen, ist Glaukomchirurgie. Das nur noch mal zum Thema. Nein, weil wir kennen Erfolgsraten von 80-90% in der Realität, glaube ich, erlebt die keiner. Oder ich nicht. Vielleicht sollte ich das Operieren aufgeben. Was hatte ich für eine Alternative? Schieler. Oh Gott, nee. Die Schüler, die zu mir kamen, sind gut geworden, aber sie waren auch anstrengend. Die sind nicht weniger anstrengend. Bei Kindern sind es dann die Eltern. Also minimalinvasive Glaukomchirurgie, die wesentlichen Ansätze, also der subkonjunktivale Ansatz, den wir auch aus der Trabekelektomie kennen, der Schlemmsche Kanal und Supraziliar, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Insbesondere im Bereich der subkonjunktivalen Chirurgie haben wir natürlich häufig, und das ist das Wesentliche, eine anspruchsvollere Vor- und Nachbehandlung, weil wir eben alle Filterkissen-assoziierten möglichen Komplikationen haben. Auf der anderen Seite ist es für denjenigen, der Glaukome operiert, seit mehreren Jahren durchaus vertrauter Ansatz. Der Schlemmsche Kanal, das ist wahrscheinlich das, wo wir die meisten Verfahren adressieren heute. Finde ich eine sehr elegante Methode. Wir adressieren den physiologischen Abfluss. Und es ist von der OP-Technik deutlich komplizierter. Also das wirkt manchmal so einfach, da so einen Stent reinzuschieben. Aber ich zeige Ihnen gleich ein paar Bilder, wie das auch ausgehen kann. Wir haben unterschiedliche Stents. Wir haben aber, was die Chirurgie des Schlemmschen Kanals betrifft, auch Verfahren, die keine Stents setzen, die entweder den Schlemmschen Kanal öffnen, viskodilatieren oder ähnlich einer Trabekulotomie ab interno dann öffnen. Da kommt jede Woche, was haben wir denn, Omni 300, nee, 720 kommt dann. Also das ist dann 360 Grad hat der Schlemmsche Kanal, aber irgendjemand hat daraus 720 Grad machen können. Das ist sehr, sehr breit gefächert, das Spektrum. Es gibt ganz unterschiedliche Indikationen, oder manchmal ist es auch nur Bauchgefühl, was wählt man. Das ist das, was der Johannes vorhin angesprochen hat, wann machst du denn was, nach dem Motto. Ne? Nach Vorliebe, was kann man? Es gibt Prozeduren, die relativ schwierig zu beherrschen sind. Das drucksenkende Potenzial ist zumindest, was die ersten Daten betrifft, vergleichbar bei diesen Verfahren. Und Langzeitergebnisse haben wir bei keinem, also Ergebnisse über 10, 15 Jahre nicht wirklich. Bekannt und was ich auch gerne mache, ist dieser iStent Inject. Ich nehme nicht tituliere das mal etwas, auch wenn der Eid Ahmed mich dafür hasst, da als Dachrinne mit dem Schnorchel. Ich nehme lieber diesen iStent Inject. Das sind zwei kleine Titan-Stents. Die sehen in der Vergrößerung so aus. Diese werden ins Trabekelmaschenwerk eingesetzt. Wir haben so einen Einweginjektor, da wird jetzt noch in Zukunft eine Modifikation kommen mit einem etwas größeren Kragen. Aber was wir damit machen, wir unterbrechen punktuell den trabekulären Abflusswiderstand. Das setzt natürlich voraus, dass die nachfolgenden Gefäße funktionieren postoperativ. Und das wäre meine Empfehlung auch an Sie. Auch ich muss manchmal das Gondoskop, nee, ich habe es immer schon griffbereit, aber bei solchen Sachen das Gondoskop nochmal auszupacken, zu gucken, liegen die wirklich richtig. Die Implantationstechnik, wenn man das, wie bei allen Dingen, wenn man es kann, auch flott, man macht das mit so einem Gonioprisma,
stellt sich den Schlemmischen Kanal da. Vorher wird die Vorderkammer durch das Scholastikum stabilisiert. Diese lanzettförmige Struktur ist letztendlich nur eine Führungshülse, die wird zurückgezogen. Dann hat man hier so einen Führungsdraht, mit dem man das Trabekelmaschenwerk kurz punktiert und dann wird dieser Stent in das Trabekelmaschenwerk eingeschossen. Am erfolgreichsten ist diese Methode, wenn diese kleinen Stents direkt über einem Kollektorgefäß liegen, sozusagen direkten Abflussweg nach draußen unter die episkleralen Venen haben. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn der Schlemmsche Kanal an der Stelle offen ist. Wenn man das bei hypotonem Auge operiert, kann man das sehr, sehr schön kontrollieren, wenn man einen Reflux hat. Ja? Und wenn Sie bei der Methode keinen Reflux haben, dann ist entweder der Schlemmsche Kanal komplett kollabiert oder Sie haben es irgendwo hingeschossen, nur nicht dahin, wo es hinkommt, wo es hin soll. Also das ist das wahrscheinlich eine, zumindest nach meiner Erfahrung, die einzige Komplikation. Sie stecken das einfach falsch hin, aber das ist kein Fehler des Systems, sondern in aller Regel die Dummheit des Operateurs. Also es ist eben durchaus tricky, das Ding wirklich ohne zu verwackeln. Und wenn Sie da einmal diesen Knopf gedrückt haben, dann macht das und dann schießt das Ding da raus. Also bei sowas sollte man sich Zeit lassen, dann ist das auch gut und reproduzierbar, platzierbar. Und wie gesagt, wenn Sie intraoperativ wirklich schöne Blutsäule im Schlemmschen Kanal sehen, die häufig ein bisschen segmentiert ist, dann wissen Sie, man kann das präoperativ auch versuchen. Hier sehen Sie, wie es nicht sein sollte. Ne? Der steckt im Corpus ciliare, in der zweite im Sklerasporn. Dass das nicht wirklich funktioniert, ist auch klar. Ne? Der kann nicht funktionieren. Das liegt aber nicht am Stent. Das liegt an demjenigen, der das Ding da reingehämmert hat. Der liegt falsch. Aber ansonsten versuchen Sie jetzt nicht, diese Dinger rauszukriegen. Die kriegt man fast nicht mehr raus. Beziehungsweise beim Rausziehen würden Sie mehr Schaden anrichten als Nutzen. Das Material ist aber so inert, das ist heparinbeschichtetes Titan, dass dort keine Komplikationen auftreten. Wir haben letzte Woche noch mit dem Florian Rüfer gesprochen, der hat mir dann erzählt, er hätte sogar einen Patienten, wo das Ding rausgeplumpst ist, weil es nicht fest war, hätte er gesehen und da liegt das unten im Kammerwinkel, aber das ist auch da, es bewegt sich nicht, ist inert und da sagt er, ich habe da auch keine Ambition, das rauszumachen. Natürlich sollte das Ding schon festsitzen. Das die höchste Gefahr wäre für mich, dass das Ding über die Pupille beim Pseudophagenauge irgendwann auf den Netzhaut liegt. Aber ich kann dann ja Hakan anrufen und sage, Hakan, Eisdentbergen. aber wie gesagt, ansonsten ein sehr, sehr sicheres Verfahren. Aber wie gesagt, ein paar so Grundvoraussetzungen. Und was schwierig ist, ist einzuschätzen, wo steckt man es hin. Indikation ist das Offenwinkelglaukom. Es geht sowohl im Phaken als auch im Pseudophakenauge. Drucksenkung 10, 20, eher 20% nach 2 Jahren. Wir haben eine signifikant bessere Ergebnisse in der Kombination mit der Phako, verständlich, weil wir damit doch die Erweiterung des Abflusskanals durch die Phako haben, durch die Vertiefung der Vorderkammer. Und schauen Sie sich vorher das Trabekelmaschenwerk, das muss vorher gesehen werden. Wenn das eben uveitisch verändert ist, wenn Sie dann Neovaskularisationsglaukom haben, wissen Sie auch, dass die nachfolgenden Wege durchaus kompromittiert sind und es nicht wirklich funktionieren kann. Was man manchmal an der Spaltlampe sieht, das funktioniert nicht immer, ob die Kollektorkanäle funktionieren und dann sehen Sie hier so eine segmentierte Blutsäule in den episkleralen Gefäßen. Die Kollektorgefäße laufen hier intraskleral, die können Sie nicht sehen, aber dann weiß ich, hier müssen irgendwelche intakten Sklera Kollektorgefäße sein und das ist dann auch für einen Punkt, das sehe ich an der Spaltlampe, die Uhrzeit kann ich mir bis zum OP noch merken oder ich lasse ihn in die Akte eintragen, aber dann weiß ich, wo ich sie platzieren kann. Wie sieht die Vor- und Nachbehandlung aus, präoperativ? Keine Umstellung der lokalen Medikation. Ausgehend vom Ausgangsdruck, wenn ich eine einfache Medikation habe oder eine Kombination, sprich ein Prostaglandin oder ein Prostaglandin mit Beta-Blocker, dann setze ich die nach der Operation sofort ab, beobachte erstmal den Druck und in aller Regel, wenn der Stent gut funktioniert, dann braucht die lokale Medikation, die drucksenkende Medikation nicht mehr angesetzt zu werden. Wenn ich eine Mehrfachmedikation mache, mache ich das zumindest bei den Patienten, bei denen ich operiere, dann lege ich während der Operation, je nach Operationsbefund, fest, was muss weitergegeben werden oder was sollte weitergegeben werden. Was sollte abgesetzt werden. Und ich würde sowas auch immer auf die Zuweiserbriefe mit draufschreiben.
Die Nachbehandlung ist relativ einfach. Sie brauchen eine Woche ein lokales Antibiotikum und 3 bis 4 Wochen lokale Steroide, also vergleichbar mit einer normalen Kataraktoperation. Ich habe keine wirklich höheren Reizzustände gesehen. Wenn der Druck hoch ist, dann hat eins schauen, ist noch Viskoelastikum in der Vorderkammer in der unmittelbaren postoperativen Phase. Sitzt der Stent überhaupt richtig? Und wir können nicht den Stent dann nochmal aufbohren, der ist offen. Also ein technisches Versagen ist, ich habe nicht einen einzigen, wo ich gesagt habe, der sieht so komisch aus, da ist irgendwie ein Produktionsfehler gewesen. Also dann hat das Ursachen, entweder funktionieren die Abflusswege nicht, das heißt, das, was Sie sich erhofft haben, der physiologische Abflussweg, funktioniert dann besser, wenn Sie den trabekulären Abflusswiderstand reduzieren. Das ist dann nicht gegeben, dann bleibt Ihnen nichts weiter an, außer die Medikation anzusetzen. Sie können diesen Stent nicht mobilisieren oder an ihm so ein bisschen rütteln, dass es besser geht. Wie gesagt, unmittelbar postoperativ kann es sein, dass ein bisschen Viskoelastikum davor ist, aber das ist eine Sache. Elon ist in aller Regel in weniger als einer Woche aus der Vorderkammer abgebaut und dann, wenn es dann den Druck nach wie vor nicht effektiv senkt, dann müssen Sie gucken, sitzt er richtig oder ist das, was Sie postuliert haben, gar nicht eingetreten. Physiologischer Abflussweg funktioniert nicht, dann Medikation. Niedriger Druck, auch wieder nicht ein Problem des Verfahrens oder des Stents, weil eine Hypotonie ist, wenn Sie da 2 kleine Stents in den schlimmsten Kanal einsetzen, faktisch unmöglich. Das funktioniert nicht. Sie haben immer noch den episkleralen Widerstand, also da kommen Sie nicht unter 10. Aber wenn man das injiziert, und deswegen sage ich, diese Implantationstechnik ist nicht ganz trivial, das ist nicht ganz selten, wenn der Patient unruhig ist, der Doktor unruhig und viel Kaffee getrunken hat, dass es zu so einem Flicking kommt und dass Sie dadurch ein Iris Cleft oder eine artifizielle Zonulolyse durchaus induzieren, wenn Ihnen das Gerät da so einmal durch die Vorderkammer marschiert. In aller Regel bei der Zonulolyse reicht abwarten. Ich habe, glaube, 2 Fälle in meiner Karriere mal nähen müssen, aber das waren traumatische Iridolyolysen. Oder anfänglich einfach die lokalen Steroide etwas indizieren. Aber wie gesagt, dieses Verfahren in der Nachbehandlung relativ einfach. Derselbe Ansatz ist die abinterne Trabekulektomie oder Trabekulotomie. Da sind wir noch ein bisschen in der Namensfindung, was denn nun richtig ist. Ich denke, es ist eine Trabekulektomie, weil wir Trabekelmaschenwerk entfernen. Der Name der klassischen Trabekulektomie ist ja an sich falsch, weil wir da gar kein Trabekelmaschenwerk entfernen. Das machen wir von innen, das machen wir mit so einem speziellen Messer. Das sieht so aus, das ist relativ elegant, das hat unten wie so einen kleinen Schlitten, mit dem wir das Trabekelmaschenwerk punktieren. Und dann gehen wir in den Schlemmschen Kanal ein. Diese Rampe liftet oder hebt das Trabekelmaschenwerk an, setzt ein bisschen unter Spannung und diese 2 Klingen links und rechts schneiden dann so einen Streifen raus. Auch hier sehen Sie, wenn man das im Schema darstellt, sieht das alles total simpel aus. In Natura ist das nicht ganz so trivial, also manchmal ist es schon so, dass es nur eine Ebene schneidet, dass Sie mal nachfassen müssen. Also wie gesagt, so sieht das im OP aus, auch diese OP-Methode wieder unter dem Gonioprisma. Im Unterschied zum klassischen Trabektom können Sie, weil das Instrument sehr, sehr klein ist, nicht nur nasal, sondern auch unten oder wenn Sie sich auf die andere Seite setzen, temporal Trabekelmaschenwerk entfernen, also eine größere Strecke. Die Idee ist einfach, den trabekulären Abflusswiderstand zu reduzieren, indem Sie das Trabekelmaschenwerk ausschneiden. Und dann sieht man, wie hier bei einem schön pigmentierten Trabekelmaschenwerk dann ist so ein richtig schöner Streifen rausgeschnitten. Wenn Sie das Auge vernünftig tonisiert haben, und das ist die Voraussetzung bei der ganzen Sache, dann blutet es auch nicht. Aber dann müssen Sie, die muss richtig schön, das Auge muss so 30 Druck haben, dann passiert da auch nichts. Ärgerlich ist, wenn Sie zu wenig Viskoelastikum eingegeben haben, dann haben Sie ordentlich Ihre Fluxblutung. Und das sieht postoperativ dann so aus. Sie sehen hier markiert die Grenze, hier fehlt das Trabekelmaschenwerk und hier ist es noch intakt. Im Vergleich zum Drucksenkung, wir haben da mal unsere ersten Ergebnisse verglichen, sind durchaus effizient, bis zu 32-34%, das sind 6-Monats-Daten bei selektierten Patienten. Wenn wir die Literatur vergleichen, ist das Maximum etwa 30%, was beschrieben wurde.
Wobei das Verfahren ist relativ neu. Wir haben maximal veritable Daten über 12 Monate. Das war die erste Arbeit von Radcliffe mit 6 Monaten. Aber auch hier vergleichbare Druckwerte 32 bis 34. Die Idee ist, dass Sie nicht nur punktuell das Ganze eröffnen, sondern über eine längere Strecke, wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sind die Kollektorgefäße und dass Sie damit welche mehr erwischen. Das war ja auch der Hintergrund bei dem Trabektom. Es ist vom apparativen Aufwand deutlich geringer als die Trabektom-OP. Es ist auch hier wiederum, wie gesagt, diese Schneidtechnik, das ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das relativ schnell getan. Auch die OP dauert keine 5 Minuten. Was wir häufiger sehen als beispielsweise beim iStent Inject, sind Hyphemata bei diesen Patienten oder Vorderkammereinblutungen. Die resorbieren sich in aller Regel nach spätestens einer Woche. Ich habe bis jetzt keine Synechien im Kammerwinkel gesehen, aber bei Patienten, die stärker nachgeblutet haben, die entwickeln manchmal wie so eine zarte Pseudomembran, wie so ein Pseudotrabekelmaschenwerk. Also das, was anfänglich dann immer gesagt wird, wir schneiden das aus und das ist für ewig und immer offen, auch das ist nicht so. Und es bleibt abzuwarten, wie gesagt, insbesondere wenn man iStent Inject, Trabekelektomie, Kanaloplastie ab Interno vergleicht, alle adressieren den Schlemmschen Kanal, was ist da auf lange Sicht wirklich das erfolgversprechende Verfahren? Präoperativ gilt dasselbe. Ich würde heute immer etwas länger, insbesondere bei Patienten, die stärker bluten, intraoperativ oder bei denen sie postoperativ ein Hyphema, eine leichte Vorderkammer oder Vorderkammer-Sanguiszellen sehen, die Steroide etwas höher geben, also nicht bloß viermal täglich, sondern 6, 8 Mal am Tag und dann auch nicht nur über 3 bis 4 Wochen, sondern 6 bis 8 Wochen, weil man dort durchaus kleine Vernarbungsvorgänge sehen kann. Auch hier gilt, wenn die Prozedur einmal durchgeführt ist, wenn sie lege artis durchgeführt ist, dann sollten Sie einen Effekt sehen. Wenn Sie keinen Effekt sehen, frühe postoperative Phase wieder Viskoelastikum da drinne. Wenn auch das ausgeschlossen ist, dann ist der physiologische Abflussweg nicht der richtig adressierte. Dann müssen Sie den Alternativen suchen, wenn der Druck trotzdem hoch ist, oder Sie müssen die Medikation wieder ansetzen. Auch hier ist wiederum eine Zonulolyse möglich, wenn Sie mit dem Gerät, und das ist, wie gesagt, wenn Sie da einmal, das ist zwar nicht fürchterlich scharf, die Klingen, aber diese kleine Spitze reicht, um da einmal, wenn Sie in der Irisbasis landen, eine Zonulolyse zu induzieren. Wie gesagt, kein Fehler des Produkts, des Verfahrens, sondern in aller Regel, das darf man ja so sagen, ein Verfahrensfehler des Operateurs, was natürlich eigentlich nie auftritt. Es gibt zwei, bei denen dieses Produkt noch nicht erhältlich ist, der iStent Supra, und ein zweites Verfahren, bei dem das Produkt nicht mehr erhältlich ist, das ist der CyPass, die den suprachoroidalen Abflussweg adressiert haben. Den CyPass habe ich relativ viele implantiert. Der Hintergrund ist, dass wir hiermit einen zusätzlichen Abfluss schaffen in den Uveoskleralraum. Das müssen wir mal so machen, sonst die Spannung weg. Nee, wir können das noch zurück machen. So, dieses Produkt ist aber vom, achso, zurück geht hier hin, ne? Vom Markt genommen worden. Und wichtig ist dabei nicht, ich kriege von der Firma keine Tantiemen, wenn ich das sage, aber es ist ein freiwilliger Rückruf. Das ist relativ wichtig. Die Firma hat die Langzeitdaten, und das waren 5 Jahresdaten, ausgewertet, der sogenannten Kompassstudie. Ich komme gleich nochmal im Verlauf darauf, weil es geht ja auch um Nachbehandlung. Vielleicht haben Sie auch Patienten, bei denen ich das Ding da reingesteckt habe. Was machen wir jetzt mit dem? Es hat sich in der Untersuchung der Langzeitdaten gezeigt, dass es eine Gruppe gibt von Patienten, die nach 5 Jahren einen höheren Verlust an Endothelzellen zeigt. Das heißt, die Zahl der zentralen Endothelzellen nimmt ab. Aber bei der Subgruppenanalyse hat man gesehen, das ist die Gruppe, bei der dieses Implantat anders als von der Firma vorgeschrieben. Das ist die Grenze der Implantation. Soweit darf das rausgucken. Wenn 2 oder 3 von diesen Ringen rausgucken, und das können Sie gonioskopisch gut sehen,
häufig sehen Sie es auch an der Spaltlampe, wenn das da oben schon aussteckt, dass die Kontakt zum peripheren Endothel haben. Und wie Sie sehen, ich versuche die, hier war ich ganz mutig, der ist eher zu tief implantiert. Aber wenn Sie das sehen, hier ist, beginnt die Hornhaut. Das ist die Grenze, hier ist der Kammerwinkel. Wenn dieses Implantat legeartig implantiert wird, dann hat es keinen Kontakt zur Hornhaut und kann die Hornhaut nicht schädigen. Aber wie so immer, Menschen machen Fehler, wenn man das sehr flach implantiert, und das ist zunächst mal die erste Analyse der Subgruppen, dann führt es zum Endothelzellschaden. Dann ist es schon richtig zu sagen, okay, wir machen einen Stopp, wir implantieren, versenden das nicht mehr, es implantiert keiner mehr, bevor wir das nicht sauber verifiziert haben. Das ist nicht nur, weil da eine ganze Menge Geld dran hängt oder weil Alcon oder Novartis ein börsennotiertes Unternehmen ist, sondern das ist vor allen Dingen natürlich auch unseren Patienten oder der Sorgfaltspflicht unserer Patienten gegenüber geschuldet. Das heißt, wir werden ab sofort oder wir setzen seit Ende August keine Cypress-Implantate mehr ein. Aber wir müssen die Patienten natürlich nachbetreuen. Das ist es so, wir haben unsere Patienten, die wir implantiert haben, wir sind noch nicht ganz durch, aber großteils informiert. Wenn Sie welche haben, die noch nicht informiert sind, die ich operiert habe, dann verweisen Sie sie bitte an uns. Wir haben es auch nochmal auf unserer Internetseite kommuniziert. Was wir machen, wir kontrollieren die Lage gonioskopisch, wir machen eine Endothelzellmessung und wir werden diese Endothelzellmessung jährlich kontrollieren müssen. Wenn die Legeartes liegen, und ich unterstelle mal, dass ich alle so toll implantiert habe wie den, dann sollte eigentlich nichts passieren, weil das Endothel nicht geschädigt wird, aber ich kann es natürlich auch nicht ausschließen. Wandern tut dieses Implantat, zumindest habe ich keine gesehen, bei meinen Fällen in aller Regel nicht. Was gibt es, wenn das Ding zu weit raussteht, was machen wir dann? Es ist keine gute Idee zu versuchen, das Ding rauszuziehen. Also auch an alle, die versuchen wollen, das zu entfernen, weil das relativ fest einwächst, dann ziehen sie mir die halbe Aderhaut, die Netzhaut und was alles noch da hinten kommt, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, raus. Das ist immer eine riesen Wunde, das ist mit Blutung und. Der Vorschlag ist dann, dieses Implantat zu kürzen, was auch nicht ganz einfach ist, es ist relativ fester Kunststoff, also ich habe das mal versucht so zu schneiden, außerhalb des Auges, wie gesagt, ich habe noch keinen Fall, aber das wäre der Lösungsvorschlag, dass man das Ganze kürzt. Also das nochmal als Statement zu dem mittlerweile doch in allen Kreisen angekommenen Rückruf dieses Produktes, freiwilliger Rückruf. Das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich nicht die Patienten angerufen, ich habe auch erstmal meinen Anwalt angerufen. Ne? Wie viele Jahre macht das? Gut. Aber ansonsten, so liegt der im Kammerwinkel und Sie sehen, jetzt liegt der Legeartes, Sie sehen gerade noch so die Spitze, viel tiefer dürfen Sie es auch nicht implantieren, weil dann klappt Ihres Gewebe drüber. Und dann funktioniert das ganze Ding auch nicht. Die Implantation, und das war für mich, auch wenn ich nicht da, aber jetzt vertreibt es die Firma ja nicht, dann kann ich sagen, ich habe viele solcher Patienten gemacht, das ist nicht die primäre Indikation gewesen, sondern es ist das Offenwinkelglaukom gewesen und nicht ein fortgeschrittenes Glaukom. Das war ein Patient mit fortgeschrittenem Glaukom nach Trabekelektomie. Hier habe ich keine Chance mehr gesehen, den subkonjunktivalen Abfluss, weil das hier oben alles vernarbt war, zu verbessern, Filterkissenrevision oder ähnliches zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir adressieren einen alternativen Abflussweg. Das ist sogar noch ein Farkis-Auge unter Viskoelastikumschutz wird das Ganze implantiert. Auch hier wieder mit einem Gonioprisma. Jetzt warten wir, wo das Gonioprisma ist. Also da kommt es. So. Sitzt dieses Implantat auf so einem Führungsdraht, wird dadurch so leicht gebogen und man kann relativ widerstandsfrei den suprachoidalen Raum erreichen. Man geht unter dem Trabekelmaschenwerk, tastet man sich so etwas nach unten und dann spürt man, wie die Resistenz nachlässt und dann kann man das Implantat ganz einfach vorschieben. Sie sehen, Sie kriegen es nicht ganz weit vor, die Kurvatur reicht dann nicht aus und dann sehen Sie auch, wenn Sie dann zu faul sind, das weiter vorzuschieben. Jetzt löst man diesen Injektor, diesen Führungsdraht aus. Flop. Und dann steht das Ding Peel hoch. Und dann müssen Sie es eben noch ein bisschen weiter vorschieben, weil sonst stehen wirklich 3-4 Ringe raus und dann sind Sie sehr schnell am Hornhautendothel. Hier habe ich es mit dem Vorschieben etwas übertrieben. Den habe ich gleich unter die Iris geschoben. In der frühen intraoperativ kriegen Sie es dann auch wieder ganz einfach vorsichtig nach vorne geliftet. Aber wie Sie sehen, wenn der noch weiter raussteht, dann
Und Sie sehen den direkt an der Spalte, da guckt sie gerade dieses Röhrchen an. Ohne dass Sie ein Gonioskop aufgesetzt haben, dann müssen Sie schauen, hat das Kontakt zum Endothel, dann Endothelzellmessung machen oder das Vorbeischicken zum Kürzen. Man kann das sehr gut kombinieren. Wie gesagt, das ist die normale Lage. Was man typischerweise sieht, ist, dass sich dieses Implantat streckt. Das liegt ja völlig gerade drin und dann entsteht hier so eine Filtrationszone, über die das Kammerwasser ablaufen kann. Das Produkt hat die FDA-Zulassung nach der Kompass-Studie, bei der man wirklich aufwendig untersucht hat, hat das eine Wirkung. Es ist verglichen worden in Kombination mit Phaco und Cypress und es ist wirksam. Auch bei unseren eigenen Patienten zeigt es eine gute Wirksamkeit. Die Drucksenkung initial ist deutlich höher. Wir haben dann aber so nach 2 Jahren wieder einen leichten Anstieg. Es ist dieser ureosklerale Abfluss ist nach wie vor nicht vollständig verstanden nach meiner Meinung. Der ist extrem komplex, der ist altersabhängig, der hat Varianten und es scheint auch da eine gewisse Fibrosereaktion zu geben, sodass nach 2 Jahren ein Teil der Patienten wieder, oder wie Sie sehen hier, die Druckkurve geht dann wieder nach oben bei gleichbleibend niedriger Medikation, wie man hier sieht, wir haben die nicht angehoben. Also da ist irgendwo eine Art Fibrose oder die zusätzlich damit induzierte Zyklodialyse, die ja auch einen drucksenkenden Effekt hat, ist rückläufig. Die Indikationen sind auch das Offenwinkelglaukom. Ich nehme es auch bei PECs, aber dann haben wir wieder den Schulstreit. Im mitteleuropäischen Sprachraum wird das PECs als Sekundärglaukom eingeordnet, was prinzipiell richtig ist, wenn es über diese Pseudoexfoliation geschieht. Den Amerikaner beispielsweise oder in der Nomenklatur ist das PECs ein primäres Offenwinkelglaukom. Deswegen durften Sie in den USA das bei PECs nehmen, in Deutschland durften Sie es eigentlich nicht bei PECs nehmen. Aber okay, Sie sehen, wie die Schulen unterschiedlich sind. Die Drucksenkung moderat, um die 20% nach 2 Jahren. Wie gesagt, ich habe es gerne auch genommen bei PECs-Glaukom, wo ich gesehen habe, das Trabekelmaschenwerk ist wirklich destruiert als Abfluss, als alternativer Abflussweg oder eine Destruktion des physiologischen Abflussweges beim fortgeschrittenen Pigmentdispersionsglaukom. Durchaus, aber auch das war keine klassische Indikation bei Zustand nach Uveitis oder Trabekulitis. Uveitis natürlich nur im entzündungsfreien Intervall oder wenn die Bindehaut vernarbt war, wie hier in dem klinischen Beispiel gezeigt ist, mehrfache Trabekulektomie, da oben ist alles zu, da brauche ich nicht nochmal die dritte Trabekulektomie versuchen oder selbst ein Ventilimplantat, ein Ahmed-Valve oder ein Barfeld ist da mit erheblichen Risiken verbunden, wenn die Drucksenkung eben um 20-30% ausreicht. Kontraindikation ist ganz klar die Zerklage, weil da konnten Sie es gar nicht drüber schieben. Da haben Sie einen Stopp und dann steht das Ding wirklich noch einen halben Meter raus. Das ist wirklich keine gute Idee. Dann lassen Sie die Finger vor. Präoperativ, postoperative Behandlung ist auch wieder vergleichbar mit den Stents. Auch ich habe nie einen höheren Reizzustand gesehen, obwohl der in den Studien bei einigen Patienten beschrieben wurde. Steroide deswegen für 3 bis 4 Wochen. Lokales Antibiotikum für 1 Woche. Bei jüngeren Patienten haben wir in einigen Fällen durch den doch erheblichen Effekt und die Schwellung der Aderhaut einen Myopic Shift gesehen, der aber zumindest ist bei meinen Patienten ist. Wir haben in dem Ad-Board, die wir zu den Themen hatten, durchaus besprochen. Da waren einige Kollegen, die Patienten gesehen haben mit einem Myopic Shift über mehrere Monate. Das habe ich so nicht gesehen. Früher Myopia Shift ist möglich, vor allem, wenn Sie es bei jungen Patienten machen, die berufstätig sind und plötzlich von 0 auf minus 3 marschieren, dann haben Sie natürlich wirklich Spaß mit denen. Da musste man darauf achten. Hoher Druck gilt auch wieder, ist Viskoelastikum in der Vorderkammer, liegt das Implantat richtig, aber Sie haben auch da keine wirklichen Manipulationsmöglichkeiten, um den Abfluss effektiver zu machen. Sie können da nicht eine Schraube an dem Implantat drehen. Niedriger Druck, in aller Regel oder nach meiner Auffassung fast ausschließlich eine artifizielle Zonulolyse, also eine Zyklodialyse, die Sie induzieren. Den Stent kann man nur frühzeitig entfernen, das wäre eine Option, dass sich das wieder anlegt und ansonsten lokale Steroide abwarten oder kann man versuchen, das Röhrchen wieder zu verschließen oder zu tamponieren. Aber also in aller Regel ist auch das wieder nicht dem Produkt nach meiner
Ansicht zu Schulden zuzuschreiben. Liegt da jetzt bei mir? Ja, da ist er. Schon nicht mehr sicher. Der liegt also ganz gut. Oberrand, ultrabiblisches Massenwerk, ein Retentionsring ist sichtbar. Und dann nehme ich mir hier so einen 4-0 Prolene-Faden, der wird ein bisschen eingekürzt. Und dann kann man den mit einer Vitrektomie-Pinzette da einmal reinstopfen. Das ist ein starkes Auge, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber diese Endgrippung Forceps ist da sehr, sehr schön, weil die das Ganze schön führt. Aber wie gesagt, sonst hat man bis auf eine Naht, und das ist eine relativ aufwendige OP, bei Hypotonien nur die Möglichkeit, wirklich abzuwarten. Und ich habe auch zwei Patienten gesehen. Eine habe ich selber implantiert, eine ist mir zugeschickt worden, die eine hypotone Makulopathie mit erheblichen Aderhautfalten und Visusreduktion entwickelt haben. Der Druck ist nachher wieder hochgegangen, aber wir wissen alle, das kennen wir aus den Trabekulektomien, je länger diese Hypotonie besteht, desto höher ist das Risiko, dass diese zentralen Aderhautfalten persistieren. Und das ist wirklich ärgerlich, weil die haben erhebliche Visusreduktion von 0,8 ist die eine Patientin auf 0,4 runtergefallen, die haben Metamorphopsin, also und das kriegen sie nicht mehr weg. Ne? Also anders als beim Packer können sie da nichts abziehen, weil da ist nichts. Die wird nicht mehr glatt. Und das ist schon unregelmäßig. Ach, das war One More Thing, das war der Rückruf. Den haben wir schon durchgesprochen. Wie muss das Ganze liegen? Kommen wir zum letzten Implantat. Vom Ansatz her, wir adressieren den subkonjunktivalen Abfluss und damit umgehen wir alle physiologischen Abflusswiderstände und haben damit die effektivste Drucksenkung. Aber wir haben auch hiermit die meiste Arbeit. Warum? Weil wir das machen, wir legen einen, das ist zunächst mal die OP, es wird Mitomycin, das ist obligat, unter die Bindehaut gespritzt, um eine Filterzone zu präformieren und dann anschließend auch ohne Perforation der Bindehaut das Implantat zu legen. Es werden zwei Paracentesen gemacht, eine ein bisschen weiter in die Hornhaut, wieder Viskoelastikum eingegeben. Auch das ist eine relativ schnelle Prozedur, bei der man denkt, jetzt hast du es reingemacht, jetzt ist Glaukomchirurgie für den Ende deines Lebens erledigt, das ist kein Problem mehr. Hier markiert man sich den Ausstich und dann wird über eine Kanüle, über ein Injektorsystem mit vorne einer Kanüle, der Kammerwinkel oberhalb des Trabekelmaschenwerks punktiert. Man geht durch die Sklera, sollte nach etwa 2 mm Limbusdistanz wieder ausstechen, dreht die Kanüle so ein bisschen und dann schiebt man einfach so einen Slider vor und dann implantiert man so ein kleines Kollagenimplantat, was man gar nicht sieht. Da sehen Sie es gerade noch so im Kammerwinkel. Und um das sichtbar zu machen, jetzt spritzen wir das Viskoelastikum aus und dann sehen Sie, entsteht relativ rasch eine Filtrationszone. Es läuft dann noch nicht durch das Röhrchen, sondern durch den Stichkanal. Aber Sie sehen, das ist jetzt auch in Echtzeit, das ist extrem schnell geht das Ganze. Und was hervorragend ist, ist die Drucksenkung. Das ist jetzt nur mal so unsere schnelle Analyse. Wer das wirklich Interesse daran hat, der Fritz Hengerer hat da sehr aufwendig. Wahrscheinlich wird er auf der nächsten DOG, DOC das auch wieder vorstellen. Subgruppenanalysen gemacht. Was auffällt, ist diese hohe Drucksenkung 40-45% über eine lange Sicht, wenn das funktioniert. Aber der Erfolg ist mit viel, viel Arbeit eingekauft. Die Komplikationsrate intraoperativ ist oder postoperativ ist gering, bis auf die Zystenbildung, Fibrose, aber die ist sozusagen eingriffsimmanent, das wissen wir. Und da müssen Sie gegenarbeiten. Und das ist genau das Kapitel Trabekulektomie. Wir haben zusammen mit der Firma so einen Guide erstellt, wo man sieht, Ad 1, es ist fürchterlich kompliziert, es ist viel Arbeit, aber hier sind wesentliche Situationen. Wie sieht die Vorderkammer aus? Wie sieht das Implantat aus? Sehen Sie das Implantat überhaupt? Wie sieht die Drucksituation aus? In Form eines Flowcharts, der möglichst alle Besonderheiten des postoperativen Verlaufes, unten steht dann natürlich bestimmt auch wieder drauf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber hier sagen wir mal, decken Sie 99% aller möglichen postoperativen Szenarien ab.
wo Sie dann auch anhand der Farbe sehen, hier ist eine Behandlung notwendig, hier ist ein Schritt notwendig, irgendwas stimmt hier nicht. Und Sie sehen, die möglichen Komplikationen oder Besonderheiten sind sehr, sehr vielfältig. Das liegt aber an diesem besonderen Abflussweg. Nun kann ich natürlich von keinem verlangen und sagen, pass mal auf, ich habe ja an diesem Ding mitgeschrieben, das werdet ihr schon verstehen, jetzt macht ihr das mal auch alle. Das ist natürlich Unfug. Wir haben bei mir in der Sprechstunde, ich habe immer 5 Fluorouracil, ich habe immer 5 Mitomycin C im Backup, das haben Sie in Ihrer normalen Praxis natürlich nicht. Und ich kann von keinem verlangen, dass er da ein artistisches Filterkissen-Liebling mit 5 Ruhr eine Spaltlampe vollführt. Nur wenn Sie eine Situation sehen, wo dieser Guide sagt, pass mal auf, das Ding geht zurück zum Operateur, weil da sollte dies und dies gemacht werden, dann rufen Sie bitte an oder schicken den Patienten. Wir versuchen das immer sofort zu machen, aber das ist natürlich, wissen Sie auch, ein kühles Versprechen, aber zeitnah die Patienten bei uns einzubestellen. Denn je früher Sie eine mögliche Fibrose behandeln oder dagegen angehen, desto effektiver ist das. Warten Sie bitte nicht, bis da eine dicke Platte drüber ist, dann bleibt nur das, was auch der Randolph Widder jetzt schön in den Graves Archive publiziert hat, eine offene Revision. Und wenn ich meinen Anteil an offenen Revisionen vergleiche zu dem, was sonst in der Literatur erschienen ist, bin ich mit meiner frühen Intervention, ich gehe sehr, sehr früh rein mit dem 5FU nach einer Woche, durchaus aber auch bei einzelnen Patienten mit einer nochmaligen Mitomycin-Injektion, mit einem sehr frühen Liebling, dann werden die Ergebnisse deutlich besser. Aber das ist eben sehr, sehr aufwendig. Und deswegen versuche ich auch, dass wir die Patienten zu einer festen Kontrollen, in der Regel nach einer oder nach 14 Tagen, zu uns nochmal in die Praxis bitten. Das ist nicht böser Wille, insbesondere bei Privatpatienten, wo ich ihnen das Geld aus der Tasche ziehen will. Aber Sie können von mir aus 5 FU spritzen, ich gebe sie mit, aber dann müssen Sie mir das sagen. Ich glaube, Sie haben alle keine Lust drauf. Und das ist der Grund, wieso ich dann sage, der Patient, und ich, das ist auch das, wo ich die auf meinen Zuweiserbriefen die Kreuzchen mache, kommt bitte nach einer Woche, nach 14 Tagen nochmal Vorstellung. Ich mache in aller Regel keine langen Sätze, weil es ist für Sie zu belasten, meine Schrift in einem ganzen Satz zu lesen, sondern 2, 3 Anmerkungen zu den Besonderheiten bei der OP, zu der Dosierung der Medikation, wie oft die lokalen Steroide 4, 6, 8 Mal, um ihn sozusagen auch mitzugeben, war eine Besonderheit, war eine sehr hyperemische Bindehaut mit einem erhöhten Fibroserisiko. Aber wie gesagt, wenn, schauen Sie drauf, schauen Sie engmaschig drauf und wenn da irgendwas nicht läuft, dann jagen Sie den Patienten zu mir. Ja? Versuchen Sie es nicht unbedingt über die Telefonzentrale, aber Sie haben immer meistens die kurzen Nummern da auch drauf. Der Patient muss relativ schnell kommen. Das ist, wir stöhnen alle. Meine Anmeldung stöhnt, wenn der Patient da steht. Frau Taylor stöhnt auch, wenn da wieder ein Patient mit OT kommt. Ich stöhne natürlich auch. Ich sage mir, heute wollte ich immer pünktlich nach Hause gehen, aber anders funktioniert es nicht. Das macht einfach viel Arbeit. Aber wenn es, dann funktioniert das Ganze also. Denn das ist das, was wir im OCT dann sehen, wenn Sie so eine Fibrose haben. Hier können Sie nicht mehr viel mit einem einfachen Needling machen, weil hier ist so ein riesen Socket drin. Das funktioniert nicht, das Gewebe kriegen Sie nicht mehr weg, das müssen Sie offen revidieren. Was man auch im OCT gut sieht, ist die Lage hier beispielsweise zu tief im Kammerwinkel. Der liegt hier auf, wobei das Lumen ist hier durchaus noch offen, das gibt es auch. Das ist ein typisches Filterkissen, was so locker ist, so wollen wir es haben. Dann ist auch das Fibroserisiko als diffuses Filterkissen sehr gering und die Druckwerte sind auch gut. Und wie gesagt, dafür haben wir auch diesen Flowchart, da stehen auch Orientierungen drauf, wie soll der Druck am ersten, zweiten Tag nach der Operation aussehen. Manchmal ist die Fibrose so stark, dass es dieses Ding einrollt. Sie sehen das auch, manchmal kann man mit dem Q-Tip unter Lokalanästhesie so in dieser Fibrosezone, die liegt bei mir immer nasal oben, schauen, bewegt sich dieses Implantat noch, bewegt sich die Bindehaut noch darunter. Wenn die Bindehaut fest ist, wenn das Implantat fest ist, hat der Fibrose, dann müssen wir was tun. Dann müssen wir niedeln, dann müssen wir was unterspritzen, um den Erfolg zu sichern und eine offene Revision zu umgehen. Das ist eine Komplikation, die wir natürlich auch kennen von der Trabekelektomie. Das ist mittlerweile, sehe ich es ganz, ganz selten, das ist natürlich niemals sagen, wenn man sehr weit vorne das Mitomycin gespritzt hat, das gepoolt hat am Limbus, dann haben wir doch durchaus diese avaskulären Filterkissen, also auch kein schönes Bild. Mittlerweile spritzt sich 6, 8 mm hinter dem Limbus relativ tief
und dadurch ist das Risiko deutlich verringert. Ganz selten, dass sie einfallen, aber der ist auch dann bei mir geblieben, ist Gott sei Dank nicht beim Zuweiser gelandet. Das war wirklich peinlich. Also Sie sehen hier so eine zirkuläre, massive Chemose, das ist die Filterzone. Ne? Dann habe ich heroisch versucht, ihm eine übergroße Kontaktlinse da einzusetzen mit 22 mm. Das war noch einer von den Düsseldorfer Jonges. Und der sagte, er müsste jetzt in die Schlösserbrauerei, da wäre wieder treffen. Und der kam nach 20 Minuten aus dem Vereinstreff wieder zurück und war stinksauer. Die Chemose sah genauso aus und sagte, das Allerschlimmste ist, in sein Altbierglas ist diese Kontaktlinse reingeflogen. Also er würde mir alles verzeihen, dann habe ich gesagt, okay, ich bezahle ihm das Bier. Dann war der wieder ein bisschen friedlicher, aber das war ja natürlich, das war schon gotteslästerlich, dass das Altbier vernichtet war. Bei dem habe ich dann am Ende, auch das gibt es, eine Hypotonie, liegt nicht am Implantat, sondern dadurch, dass ich das zu kurz durch die Sklera gestochen habe. Aber da habe ich letztendlich das Implantat entfernt, weil auch eine Raffnaht und ähnliches nichts geholfen hat. Und präoperativ wichtig, das ordiniere ich dann meistens, haben wir gesehen, dass wenn die Patienten anständig vorbehandelt werden, das heißt Rad 1, umstellen auf unkonservierte Antiglaukomatosa, besser noch auf systemische Antiglaukomatosa, aber gut, das kennen wir alle, Glaupax, da sind die Patienten nicht begeistert. Also bei uns rufen die meistens nach der ersten oder nach der zweiten Tablette an, Frau Schubert. Spätestens nach der zweiten, ne? Ist ja fürchterlich, Doktor, Sie wollen mich umbringen. Da merken die mit Nebenwirkungen schon früher, als dass sie den Waschzettel gelesen haben. Nochmal zur Compliance. Umstellung auf lokale Antiglaukomatosa in aller Regel. Oder wenn möglich, nicht zu hoch die drucksenkenden lokalen Medikationen absetzen. 4 Wochen unkonservierte Steroide ist lang. Wir haben es jetzt reduziert auf 14 Tage, weil das auch so das Fenster ist, wo wir dann den OP durchführen wollten. Aber unkonservierte Steroide zur Vorbereitung der Bindehaut, insbesondere bei Patienten, die wieder unseres besten Wissens doch getropft haben. Die haben in aller Regel eine Entzündung. Wir wollen die Bindehaut normalisieren. Und das ist dieses Konzept auch, was wir dann dort mit eingearbeitet haben. Wie sieht das Implantat aus, postoperativ, was sind die Besonderheiten, wie muss gemonitort werden, wie lange müssen Steroide gegeben werden zur Nachbehandlung. Und das Essen ist schon da, dann darf ich meinen Vortrag an dieser Stelle aufgrund des Endes beenden. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.